war schlichtweg Liebe. Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen. Einen Präsidenten, der vom Vertrauen nicht nur einer Mehrheit, sondern einer breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Der Grund liegt im Besonderen in der Frage, ob ich den höchsten Ansprüchen, die ich selbst an meine Verantwortung anlege, noch nachkommen kann. Reifliche Überlegung und handelt nach dem Grundsatz, dass man wichtige Entscheidungen erst eine Nacht überschläft, habe ich heute Morgen die Bundeskanzlerin davon unterrichtet, dass ich mein Amt des Bundesministers für Arbeit und Soziales zur Verfügung stelle. Dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück. Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Und um eine Entlassung gebeten. Mit sofortiger Wirkung.